Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gärerinnen und Gärer, wir haben ja verschiedentlich heute auch die vielen Probleme, die die Stadt Gera hat, gehört. Aber ich will nicht wiederholen, was heute im Laufe des Vormittags hier schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber so viel muss man schon noch mal deutlich sagen. Was unter anderem auch unsere Städte und Gemeinden und auch die Stadt Gera am allermeisten braucht, das sind Menschen, die für ihre Arbeit ein gerechtes und ein gutes Einkommen erhalten, von dem sie leben können. Dann wird es auch zum Beispiel eine gute Situation bei kommunalen Einnahmen geben können, meine Damen und Herren, bei den entsprechenden Steuern. Und deshalb gehört das politisch eng zusammen. Und da kommen wir natürlich auch an diesem Tag, am 1. Mai, immer wieder auf die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und ich möchte deutlich sagen, so wie es heute in Deutschland läuft, kann man von sozialer Gerechtigkeit nicht reden. Wer es mit sozialer Gerechtigkeit ernst meint, der muss umsteuern im wahrsten Sinne des Wortes, der muss umverteilen und der muss unter anderem auch im Interesse einer besseren Kommunalfinanzierung große Vermögen und Reichtum in diesem Land begrenzen, um Armut zu bekämpfen und um soziale Gerechtigkeit herzustellen in diesem Land. Wir haben ja eine große Debatte über den Euro, über die Finanzen und über die Banken. Und auch hier möchte ich deutlich sagen, wer wie auch viele Medien jeden Tag sagt, wir haben eine Krise der Staatsfinanzen, und wer jeden Tag sagt, wir müssen deshalb eine rigorose Sparpolitik überall durchsetzen, unter anderem auch in den Kommunen, der sagt eben nicht die Wahrheit der Ursachen. Denn die Staatsfinanzkrise, wenn man sie so nennen will, die ist entstanden, weil wir eine Banken- und Spekulationskrise hatten und weil die öffentlichen Haushalte zur Bankenrettung aufgefordert waren und dies auch getan haben, meine Damen und Herren, und weil Millionen und Milliarden von dem, was allgemein erarbeitet wurde, über die Steuerpolitik in diese Hilfen gegangen sind. Und da sage ich mal ein Wort vom Deutschen Sparkassentag. Die Einlagen, ja, die müssen wir für unsere Bürgerinnen und Bürger sichern. Und da spielen unter anderem auch Sparkassen eine ganz zentrale Rolle. Aber es kann nicht darum gehen, weiterhin die Profite der Banken zu sichern. Da muss gegengesteuert werden. An diesem Tag sollten wir das auch deutlich sagen. Und wir haben große private Geschäftsbanken, zum Beispiel die Deutsche Bank. Überall in der Welt ist bekannt, dass die Bundesrepublik Deutschland sich niemals von dieser Bank abwenden kann, weil das aus Staatsfinanzgründen gar nicht geht. Das heißt also, diese Bank, ihre Kunden und ihre Geschäfte, die sie macht, im großen Stile, nicht bei der Finanzierung des Mittelstands. Diese Bank hat im Prinzip eine Staatshaftung. Und da ist es doch nur gut und billig, dass die Milliardengewinne, die auch auf diese quasi Staatshaftung zurückgehen, endlich in den Staatshaushalt einfließen und dass diese Deutsche Bank und andere sich an der Finanzierung des Gemeinwesens in der Bundesrepublik Deutschland endlich wieder beteiligen. Das heißt es, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu verwirklichen. Und dann gestatten Sie mir noch ein Wort, weil wir hier natürlich berechtigt um die Interessen der Beschäftigten uns bemühen, weil die Gewerkschaften, das wurde ja heute von Bettina Benz und von Matthias Bär hier deutlich gesagt, sich für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen. Das hat auch eine europäische Dimension. Die Lohndrückerei in Deutschland, die Hartz-IV-Politik in Deutschland, die hat dazu geführt, dass bei uns die Löhne unten sind und Deutschland gute Konkurrenzbedingungen gegenüber den europäischen Nachbarn hat. Und wenn heute geredet wird, Geld fließt nach Griechenland, Geld fließt nach Spanien, dann muss man deutlich sagen, dass die Entwicklung dort so ist. Daran hat die Bundesregierung Merkel, aber auch ihre Vorgänger, ihren eigenen Anteil. Und was wir heute nach Griechenland und anderswohin transferieren, das ermöglicht dann diesen Ländern, die Zinsen an unsere
eure deutschen Banken zurückzuzahlen. Das kommt nicht den Leuten zugute, die in Griechenland und Spanien arbeitslos sind, dann nicht mal mehr eine Krankenversicherung haben. Und deshalb bleibt dieser 1. Mai für mich auch ein internationaler Tag, an dem man deutlich sagen muss, um wessen Interessen geht es auf diesem Kontinent. Wir wollen ein solidarisches und ein demokratisches Europa. Dafür streiten wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger, an diesem Tag gemeinsam. Und weil das alles eben sehr wohl etwas mit Gera zu tun hat und auch mit unserer finanziellen Situation, deshalb sage ich, wir brauchen am 22. September zur Bundestagswahl nicht einfach ein anderes Machtmodell in Berlin. Wir brauchen eine andere Politik, eine Politik, die sozial und die demokratisch ist, meine Damen und Herren. Und dafür steht die Linke und dafür treten wir ein.